Reifendruckkontrollsysteme, das hört sich erstmal nicht so sehr spannend an. Es geht um Ventile in Autoreifen. Hier sieht man eins, da ist ein gelber Kasten dran, der sitzt dann im Reifen. Thorsten Lemm von der Firma Huf, wofür ist der denn gut? Ja, Reifendruckkontrollsysteme erhöhen nachhaltig die Verkehrssicherheit. Und sie liefern dazu einen aktiven Beitrag, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, CO2 zu reduzieren, wenn es darum geht, die Kosten für den Autofahrer zu reduzieren, amortisieren sich diese Systeme langfristig. Wie kann denn ein Ventil, ich zeige nochmal, der gelbe Kasten, da ist quasi ein Computer drin eingebaut, dazu dienen, dass man damit Energie spart? Wo sitzt der dann eigentlich im Auto? Dieses System ist im Reifen montiert. Ich werde Ihnen das jetzt einfach mal zeigen. Das ist eine typische Felge in einer Situation, wie wir sie häufig in den Werkstätten vorfinden. Sie schrauben ein solches Ventil-Sensormodell in die Felge ein und haben dadurch den Vorteil, dass Sie über Druckverlust gewarnt werden, dass Sie bei Übertemperatur gewarnt werden und dass Sie rechtzeitig und sicher Ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen können. Also hier sehen wir von hinten das Felgenloch. Sie achten darauf, dass der Sensor fest am Felgenbett aufliegt und schrauben ihn dann mit einem Drehmomentschlüssel mit einem definierten Drehmoment von 4 Newtonmeter fest. Da habe ich aber als Verbraucher nichts mit zu tun. Künftig sind diese Systeme automatisch drin. Ich muss was noch künftig als Kunde tun? Als Kunde müssen Sie zur Werkstatt Ihres Vertrauens gehen und müssen dort das System anbringen lassen. Die Werkstatt Ihres Vertrauens weiß, welcher Sensor mit welchem Fahrzeug kompatibel ist.